Ja, hallo, Servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück im Bergtempel. Wir kämpfen uns nach wie vor durch zu den anderen. Letzte Folge, Laras erster Mord. Und ja, sie kämpft sich durch. Tapfer. Und hat selber erschreckend festgestellt, es ist erschreckend leicht, diese Gegner zu töten. Oder es fällt ihr leicht. Wobei, naja, man muss sich ansehen, warum sie den ersten getötet hat und was da für eine Scheiße abläuft im Moment. Letzte Folge einfach mal kurz vorbeisehen. Irgendwo hier drin, findet sie! Fangen oder töten! Ach, so viel Ärger! Okay, aber jetzt bin ich noch bin ich safe. Glaslaternen, schießen sie. Wie kann ich ihn das anzünden? Schießen Sie auf Glaslaternen ums Feuer. Da. Oh, vollste Anspannung. Ja, jetzt könnten wir unsere Waffe modifizieren. So, krieg ich dich. Habt ihr was gehört? Hm, vielleicht hier drüben. Wie ich halt einfach dreimal was auch immer getroffen habe. Shit, da oben ist einer. Du hörst nichts mehr? Dich kriegen wir auch noch weg. Alles klar. Shit. Let's see. Verdammt! Der lebt auch noch. Wow. Verdammt, 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 verdammt. Ich weiß schon wieder, der Teil, was ich an dem Teil richtig cool fand, was mich ein bisschen im letzten Teil gestört hat, da war der Bogen halt echt noch eine coole Waffe. In Shadow of the Tomb Raider war er zwar nicht schlecht, aber ja, gegen Ende hin, großteils haben wir ja nur mehr die Waffen, also die Faustfeuerwaffen, die Handfeuerwaffen verwendet. Und da war es halt noch echt, ja. Verdammt. Jetzt haben wir alles liegen lassen. Egal, wir wollen da raus. Moment. Andererseits. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Das war doch der Matthias, den wir bei unserer Freundin gefunden haben, oder? Kurz bevor sie verschwunden sind.
So, ich glaube, wir haben noch eine Chance, das einzusammeln. Das muss da irgendwo rumliegen. Gut, da kommen wir dorthin. Jupp. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Gut, sonst nichts weiter zu entdecken. Nichts weiter zu entdecken. Ja, okay, passt. Da haben wir da noch einen Relikt. Unter uns. Hey. Komm ich da nicht raus? Ich komme da nicht raus. Okay. Wow. Da war das Relikt. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Gunbai. Interessant. Aber auch nichts Neues. Also nichts Zusätzliches zum Entdecken. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Oh, wie kommen wir denn da jetzt rüber? Puh! Über die Brücke und dann dort fallen lassen, eigentlich. Komme ich da jetzt nochmal hoch? Nein, tue ich nicht. Oder? Obwohl. Ich weiß nicht, ob das zu tief ist. Nein, ist es nicht. Okay. 2 von 2 Geocaches. Caches. Geocaches, nicht Coaches. Naja. Da jetzt ist schon wieder A statt W-Punkt setzen. Jetzt geht's wieder. Das ist unter uns. Weil die Frage, ich stelle mal gerade die Frage, wenn wir jetzt schon wieder da sind. Da unten hätten wir ein Lagerfeuer. Ob wir nicht gleich... Wo soll denn das sein? Kann ich gleich nochmal die komplette Runde laufen? Autsch. Weiter geht's rein. Okay, dann machen wir das. July 25, 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut 2 Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Und es passt ganz gut, dass das ein Tagebuch eines Wahnsinnigen ist. Aber wir können unseren Bogen aufleveln. War vielleicht gar nicht so blöd, dass wir jetzt nochmal die Runde gelaufen sind. Wir haben einen Fähigkeitspunkt und genug Ausrüstungspunkte, um den Bogen zu verstärken. Provisorischer Langbogen. Verstärkte Wurfarbe. Machen wir.
doch gleich. So. Mehr kann man im Moment nicht. Aber ein Fähigkeitspunkt. Tierische Instinkte, Überlebenskunst, verbessertes Bergen, Knochensammler, Pfeile wiederfinden, Plünderung, Klettergewandtheit würde ich gerne mal. Was benötigen wir für Klettergewandtheit? Die beiden hängen zusammen. Rang 2 abgehärtet. Hm. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Ich würde fast, ja. Wir gehen echt mal da auf genug Munitionspunkte. Okay. Dann haben wir eigentlich da alles. Ja. Jetzt müssen wir nur noch einmal die Außenrunde laufen. Was ja jetzt nicht mehr so schwierig sein sollte, nachdem. Finden wir jetzt eine. Nein, ich habe schon gelootet, bei dir finden nichts Neues mehr. Moment. Da müssen wir lang. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort hinten auch irgendetwas versteckt. Aber wie gesagt, ich möchte in dem Spiel eigentlich hauptsächlich der Main Mission folgen. Und nicht so wie bei Shadow of the Tomb Raider jedes Grab, das ich finde, nochmal extra erforschen. Das überlasse ich dann euch. Okay, und jetzt? Ich schaff das. So, falls ihr kostet, es kommt sicher wieder irgendwie Time Gags. Oh, es bleibt hängen. Nein! Oh mein Gott! Alter, ja. So, ich weiß nicht genau, wie ich die Folge jetzt beginnen soll mit Hallo, Servus und Grüß euch, herzlich willkommen. Weil ich nochmal komplett neu beginnen muss. Ob meine letzte Aufnahme jetzt komplett weg ist, es waren knapp 11 Minuten. Weil irgendwie hat Windows 10 entschieden, yippie, ich habe gerade Take Story unterbunden, wo ich mir denke, ja, fuck you Windows 10, das will keiner, ich will ja Take Story, dass es aufnimmt. 11 Minuten hatten wir schon. Ich hoffe, er hat sich gemerkt, was wir zuletzt getan haben. Sonst bin ich traurig. Aber es hing da an dieser Stelle. Mal sehen, ob wir jetzt hochkommen. Oder ob Windows 10 wieder todesmutig Take Story verteilt. Muss man das ansehen. Ich möchte, dass das unbedingt akzeptiert wird von Windows. Und nicht irgendwie deaktiviert wird. Mittendrin, nach 7 Aufnahmefolgen. Verdammt. Du schaffst das. Zum Glück muss ich nichts drücken, außer hochhalten. Teil hoch. Also Knubbel hoch. Aber ich will es nicht verschreien. Kommt gleich wieder ein Quicktime-Event. Okay. So. Jetzt speichert. Da sind wir schon mal safe. Oh, verdammt. Ich höre Schüsse. Oh, und ich sehe schon wieder Licht. Kommt denn das? Wow, den sein Bein sieht schlimm aus. Ja, greift direkt auf die Wunde. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. Ach, so übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Ich finde schon, dass die das übel aussieht. Haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Okay.
Das Rudel ist irgendwo da oben. Mhm, ich sehe ihn sogar. So weit kann man aber nicht schießen. Aber wir können, Überlebensinstinkt, wir können mal nachsehen, ob er den letzten Speicherstand, okay, Fähigkeiten, Ausrüstung, das hat er sich zum Glück noch gemerkt. Jo, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich jetzt die kaputte letzte Folge zusammenschneiden kann mit der Folge jetzt aktuell. Oder, ob, ja, kann sein, dass die eine überlängere Folge wird, wenn ich den anderen Teil dazu schnippeln kann. Kann aber auch sein, dass sie kurz wird, weil ich dachte, ich kann dazu schnippeln, das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Feuer erforderlich. Ich kann ein Hühnchen schießen. Wir jagen ein Hühnchen. Vielleicht bekommen wir ja Federn. Ah, da ist es. Hühnchen! Ich weiß es gar nicht. Was bekommen wir denn beim Hühnchen raus? 10 Erfahrungspunkte. Ah ja. Standardmäßig können wir das leider nicht, verdammt. Aber der Wind ist unheimlich. Ja, wir brauchen unbedingt Feuer. Moment. Wir können ja die Fackeln, die Kerze, das Licht runterschießen. Nein, können wir nicht. Warum können wir das jetzt nicht? Beim letzten Mal war das sogar gefordert. Naja. Mal umsehen. Oh, ich dachte, da steht wer. Ja, großes Kilo, von da kommen wir. Naja. Nicht unbedingt eine feste Orientierung sind. Und ich sehe auch Fußspuren. Nice. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Geht doch. Das kann ich mich erinnern. Nein? Kann ich nicht. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Ja, ich glaube, dass die Sonnenkönigin ziemlich tough war. So, ich weiß jetzt nicht, was wir brauchen, damit wir das machen können. Aber wir werden es rausfinden. Wie gesagt, zwar nicht blind, aber immerhin 7 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Und es fühlt sich echt an, als würde ich es zum ersten Mal spielen. Na gut, nächste Etage. Das ist halt schwierig. Ich weiß nicht, muss ich da extra was drücken, damit sie das tut? Oh verdammt. Ja stimmt, da war ja noch was, das Wolfsrudel. Okay, aber wir sind mal da oben. Wir werden auch von unten hochkommen, naja.
Da oben blinkt was. Heikler Sprung. So, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen die Tasche suchen, aber... Da, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob wir da extra was noch freischalten müssen. Jetzt nehmen wir uns so viel Bergungsgut wie möglich mitnehmen. Ist das? Ja, das noch. Huh. Noch eine Kiste. Oh Mann, ich habe Angst vor dem Wolfsrudel. Ach, schade, ich dachte, das ist so eine Kletterwand. Nein, das ist nicht. Na wohl, das war doch immer. Nein, scheinbar nicht. Und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Dort müssen wir hin. Oh, oh. Okay, da sind wir richtig. Und da war... Oh. Okay, tief durchatmen. Wir sehen uns erstmal außen rum. Ich hab's nicht so eilig. Vielleicht findet man da noch was Sinnvolles. Nein, scheint nicht so. Schade, na gut. Bringen wir's hinter uns. Los geht's. Ah. Wieso schaltet sie jetzt auf? Ich möchte. Ach so, weil wir jetzt. Naja, alles klar. Die Pistole, weil wir in einer Hand die Fackel haben. Naja, gut. Jetzt steckt sie es ganz weg. Mittel. Da, wo ist denn der jetzt? Der kann ja nicht in der Wand verschwunden sein. Da ist der Rucksack. Der Rucksack. So. Ich würde mich wohlerfühlen, hätte man den Wolf. Ich hab ihn. Okay. Shit. Jetzt zurück zu Roth damit. Hätte man den Wolf beim. Ersten Mal erwischt. Lauf. Ja, runter. Okay, ist scheinbar. Okay, X. Wow. Ich wollte gerade sagen, es ist immer Y. Nein, ist es nicht. Hui. Ja, das war tatsächlich knapp. So, raus jetzt. Komm, wir müssen zurück. Wir müssen den heilen. So, aber jetzt können wir ja wieder auf Bogen umstellen. Hackenbogen wieder. Ah!
nicht, ob ich nicht irgendwann mal die Tiefe der Sprünge ziemlich unterschätze. So, ich hoffe, du lebst noch. Gut, flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. So, jetzt haben wir endlich die Kletteraxt. Wie wir uns damit zurechtfinden, sehen wir in der nächsten Folge. Und wie gesagt, es kann sein, ich bin jetzt bei 16 Minuten Aufnahmezeit. Die letzte Aufnahme, die eigentlich diese Folge sein hätte sollen, war nach 11 Minuten kaputt, weil Windows 10 plötzlich meinte, oh, ich habe die X-Story vermieden, yeah, ich will den Keks. Fuck you, Windows 10. Ich hoffe, ich kann die letzten 11 Minuten retten. Wäre schade drum, wenn sie weg sind. Ansonsten ist die Folge 16 Minuten, fast 17 Minuten lang. Und wenn ich sie retten kann, ist es halt ein bisschen länger. 37, 38 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.